Beginnen wir mit der guten Nachricht. Ich konnte die Liebe meines Lebens wiederbeleben. Zora und ich sind wieder vereint. Dafür habe ich meinen Bruder nun endgültig verloren. Aber Ivo hatte ein langes, glückliches Leben. Und er möchte nicht wiederbelebt werden. Das hat er mir zu verstehen gegeben. Außerdem ist Ruby verschwunden. Ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Sora, Akira und ich bereiten uns auf den großen Kampf vor. Akira war doch gerade noch ein Kind und plötzlich muss sie ihr Leben riskieren für Fehler, die ich begangen habe. Für Ruby und Akira ist es zu spät. Aber zumindest Nila und Gemma muss ich vor dem okkulten Leben beschützen. Das ist der 27. Part meiner Okkult-Baby-Challenge und das ist das Finale. Wie ihr im Intro schon gesehen habt, seit dem letzten Part ist einige Zeit vergangen. In dieser Zeit hat Livia es tatsächlich geschafft, unsere Sora wiederzubeleben, aber dafür ist leider auch Ivo von uns gegangen. Wir stehen nun kurz vor dem großen Kampf gegen die Vampire und Livia und Sora sind deshalb sichtlich gestresst. Wir haben Samstag kurz vor 4 Uhr früh und die beiden denken nicht mal ans Schlafen gehen. Sie haben viel zu tun. Außerdem ist unsere Livia viel zu traurig. Denn abgesehen von Ivo hat sie gestern auch noch Daisy verloren. Und das bedeutet vermutlich, dass der dritte der Drillinge, unsere Violet, auch nicht mehr allzu viel Zeit übrig haben wird. Trotzdem möchte ich auf jeden Fall, dass dieser letzte Part kein trauriger Part wird, denn heute haben unsere Zwillinge Geburtstag. Nila und Gemma, also unser Schneewittchen und unsere böse Königin, werden heute zu Teenagern. Und darauf freue ich mich schon unglaublich. Und weil Livia ohnehin nicht schlafen kann, wird sie jetzt am besten gleich mal den Geburtstagskuchen zubereiten. Wir machen eine Schokotorte und Sora setzt sich einfach zu ihr in die Küche, dann können die beiden noch ein wenig plaudern. Sora hat sich nun von selbst entschieden, doch mitzukochen. Anscheinend bringt ihr Livia gerade das Kochen bei. Finde ich jetzt gar nicht so unrealistisch, dass Sora nicht kochen kann, wenn man bedenkt, dass sie ja eigentlich als Teenagerin verstorben ist und gerade erst wieder auf der Erde wandelt. Deshalb muss sie natürlich die Basics erstmal lernen. Außerdem habe ich das Haus auch ein wenig umgebaut. Hier oben wohnen jetzt nur noch Nila und Gemma. Und unsere Akira ist in den Pferdestall gezogen, so wie ihr es euch ja schon vor Ewigkeiten gewünscht habt. Und auf unsere Ruby habe ich natürlich auch nicht vergessen. Die hat ihr ganz persönliches Reich. Hier unten im Keller gibt es nun einen riesigen Vampirkeller, in dem Ruby aber tatsächlich nicht allzu lange gelebt hat, denn wie ihr auch im Intro gesehen habt, sie ist ja leider von zu Hause weggelaufen. Und zwar zu den bösen Vampiren. Livia hat natürlich keine Ahnung, wo ihre Tochter ist. Das wissen vorerst nur wir. Und wenig später sitzt die Familie Potter nun am Frühstückstisch. Oder zumindest das, was noch davon übrig ist. Akira, Nila und Gemma sind sichtlich traurig. Ich denke, vor allem die Kleinen verstehen wirklich gar nichts mehr. Zuerst ist Ivo weg, dann auch noch Ruby und irgendwie sind Livia und Sora die ganze Zeit so angespannt. Sie verstehen einfach gar nichts mehr. Aber Livia möchte natürlich, dass ihre Töchter einen wunderschönen Geburtstag haben. Deshalb wird sie jetzt einmal an der Ende des Sommers Ratsche drehen, denn ja, wir haben heute auch Ende des Sommers. Dann sagen wir einmal, das wird schon werden. Und das Gleiche machen wir dann natürlich auch noch bei Gemma. Oh, wie süß. Sie hat jetzt ihre Tochter umarmt und versucht, ihr Mut zuzusprechen. Und nun ist es an der Zeit, Geburtstag zu feiern. Als erstes wird Nila sich einmal etwas wünschen. Und vermutlich wünscht sie sich, dass alles wieder so wird, wie es einmal war. Sie möchte ihr altes, unbeschwertes Leben zurück. Oder zumindest, dass ihre Mutter wieder glücklich wird. Und wie es eben Familientradition ist, geht sie hier nach draußen auf die Terrasse und wird zur Teenagerin. Unsere Nila wird in der nächsten Generation ja unser Schneewittchen. Auf jeden Fall ist sie schon gut. Dann wird sie noch zur hoffnungslosen Romantikerin. Außerdem wird sie zur Überfliegerin. Und dann natürlich noch korrekt. Und als Bestreben gebe ich ihr große, glückliche Familie. Denn ich könnte mir vorstellen, sie sehnt sich genau nach diesem Frieden, den sie jetzt in ihrer Familie verloren hat. Außerdem muss Schneewittchen immerhin jede Menge Kinder bekommen, deshalb passt das natürlich auch. Oh mein Gott, wie wunderschön ist dieser Sim. Und auf unsere Gemma dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, auch sie wird gleich die Kerzen auspusten. Sie wird wirklich kein einfaches Leben haben. Gemma ist böse und natürlich auch eifersüchtig, denn die böse Königin ist eben immer eifersüchtig auf Schneewittchen. Dann möchte ich ihr auch noch romantisch geben. Wer weiß, möglicherweise werden sich die Schwestern ja mal wegen irgendwelchen Jungs streiten. Und dann brauchen wir natürlich noch materialistisch. Und passend dazu möchte sie natürlich das größte und teuerste Haus besitzen, das es auf dieser Welt gibt. Falls du übrigens schon irgendwelche Wünsche oder Ideen für die nächste Generation hast, lass es mir auf jeden Fall in den Kommentaren da. Da es ja eine Kombination aus zwei Challenges wird, nämlich Disney-Prinzessinnen und Disney-Bösewichten, stehen uns wirklich alle Möglichkeiten offen. Nach gefühlt 100 Stunden bin ich endlich fertig und das ist unser Schneewittchen. Das ist ihr erstes Alltagsoutfit, dann haben wir noch dieses Alltagsoutfit und hier die Abendkleidung. Wie man sieht, ich habe versucht, dem Märchen Schneewittchen treu zu bleiben, aber eben trotzdem mit einem modernen Twist. Und ich muss sagen, ich liebe einfach jedes einzelne ihrer Outfits. Sie sieht unglaublich niedlich und unschuldig, aber trotzdem wunderschön aus. Eben genau das, was Schneewittchen im Märchen darstellen soll. Und hier haben wir das Gegenteil, unsere Gemma, die böse Königin. Hier haben wir ihre Abendkleidung. Wie man merkt, bei ihr habe ich versucht, dieses Mean Girl Image zu machen. Und sie sieht für einen Teenager definitiv schon viel zu erwachsen aus. Aber eben auch das passt zu unserer bösen Königin. Livia wird jetzt alle einmal zum Essen rufen und dann können alle gemeinsam den köstlichen Schokokuchen kosten. Und da die beiden nun zu Teenagerinnen geworden sind, kam jetzt nun auch zum Vorschein, dass sie wirklich Meerjungfrauen sind. Falls ihr euch nicht mehr daran erinnert, der Vater der Zwillinge ist nämlich Jonas Colette und der kommt aus Sulani und ist eben auch ein Meermann und hat dieses okkulte Gen an seine beiden Töchter weitergegeben. Unsere Livia findet das Ganze mit dem okkulten Leben tatsächlich nicht mehr so schön. Sie stellt sich nur eine Frage: Wie kann ich meine jüngsten Töchter davor beschützen? Aber da wir mit den beiden in der nächsten Generation noch jede Menge Zeit verbringen werden, kümmern wir uns jetzt ein wenig um unsere Akira und ihre Zukunft. Und dafür machen wir am besten gleich mal ein Date mit unserem Christian aus. Christian Grusel ist ja Akiras Freund, der gemein ist und ich glaube, er hasst auch Kinder und außerdem ist er ein Hexer. Also wir sind uns alle einig, er ist nicht der beste Einfluss. Aber man kann sich eben nicht aussuchen, in wen man sich verliebt. Und die beiden reisen jetzt hier einfach zum Park in Chestnut Ridge. Und hier sind wir. Akira geht gleich mal hin und wird einmal mit ihm flirten. Und einfach sagen, wie unglaublich toll er mit dieser Sonnenbrille aussieht. Wow, das ist mal wieder ein wildes Outfit. Dann wird sie ihm ihre ewige Liebe erklären und ihn küssen. Süß. Ich mag ihn ja nicht besonders, aber zusammen sind sie schon irgendwie süß. Hey, das ist ja Paprika. Die ist ja mit uns verwandt. Wir werden uns einmal freundlich bei ihr vorstellen. Ich habe keine Ahnung, was Paprika hier in Chestnut Ridge macht. Paprika ist nämlich die Tochter von Daisy. Und Daisy war die Schwester von Livia. Das heißt, Paprika ist die Cousine von Akira. Deshalb werden wir jetzt einfach mal eine tiefgründige Unterhaltung mit ihr führen und Akira wird versuchen, sie ein wenig zu trösten. Immerhin hat sie gerade erst ihre Mutter verloren und das muss wirklich schrecklich für sie gewesen sein. Und schon ist Paprika wieder abgehauen. Möglicherweise hat sie Akira ja nur gefragt, wo sie Livia finden kann, weil sie sich mit ihr unterhalten möchte. Nun sitzen die beiden hier in dieser Scheune. Und wir sind tatsächlich am ernsten Part dieses Dates angekommen. Denn wie wir alle wissen, der Kampf gegen die Vampire steht kurz bevor und Akira möchte natürlich ihren Freund einweihen. Sie kann natürlich nicht alles erzählen, aber er weiß mittlerweile, dass sie eine Werwölfin ist und deshalb sagt sie einfach, meine Mom hat Mist gebaut. Es ist schon sehr lange her. Sie war damals noch sehr, sehr jung. Sie hat sich auf den Falschen eingelassen. Er ist mächtig und er ist böse. Mehr kann ich dir leider nicht erzählen. Ich hoffe natürlich, wir sehen uns wieder, aber garantieren kann ich es auch nicht. Deshalb müssen wir das Beste aus diesem Tag machen. Und wie macht man das Beste aus einem letzten Tag? Akira hat da schon eine Idee. Deshalb wird sie Christian jetzt ihren verrückten Plan vorschlagen. Und was dieser verrückte Plan ist, das werdet ihr gleich erfahren. Das hängt natürlich davon ab, ob Christian dabei ist oder nicht. Die beiden sind soeben gute Freunde geworden. Das stufe ich mal als gutes Zeichen ein. Akira und Christian wollen das Beste aus diesem Abend machen, der möglicherweise ihr letzter gemeinsamer Abend ist. Und deshalb fragt Akira ihn, ob er sie heiraten möchte. Und er hat ja gesagt. Dann wird sie ihn noch einmal sanft küssen und dann werden sich die beiden hier das Ja-Wort geben. Oh, das ist einfach richtig, richtig süß. Ich hoffe natürlich, dass die beiden sich wiedersehen und dass die beiden eine gemeinsame Zukunft miteinander haben. Aber wie wir alle wissen, das ist natürlich noch ungewiss. Ich bin gespannt, ob irgendwer von euch damit gerechnet hat. Schreibt es mir gern in die Kommentare. Wieso umarmen sie sich die ganze Zeit? Wieso küssen sie sich nicht? Was ist das für eine weirde Hochzeit? Ich glaube, da ist irgendwas verbuggt. Irgendwie dauert die Hochzeit jetzt schon über 4 Stunden und sie wiederholen alles die ganze Zeit. Warum kann eigentlich nicht eine Hochzeit in Sims 4 bei mir mal funktionieren? Es hat endlich geklappt. Aber nein, zusammenziehen werden die beiden nicht, noch nicht, hoffentlich. Und nun, nachdem sich Akira von ihrem Ehemann verabschiedet hat, wird sie wieder nach Hause reisen. Denn es ist Zeit, dass die gesamte Familie Potter nach Forgotten Hollow aufbricht. Das erste, das ich sah, war Ruby. Sie hatte die Seite gewechselt. Nur eine Sache ging mir durch den Kopf. Wie kann ich sie retten? Zora stürzte sich sofort auf Mirko. Viel blieb von ihm nicht mehr übrig. Für diesen einen Moment war ich abgelenkt und schon griff Marvin mich an. Er versuchte, mich in seinen Bann zu ziehen, wie er es schon so oft zuvor gemacht hatte. Fast hätte er es geschafft. Doch als ich in das Gesicht meiner verängstigten Ruby hinter ihm blickte, konnte ich mich mit einem Mal befreien. Nun war ich am Zug und ich ließ ihn brennen. »Du glaubst doch nicht, dass ihr deshalb sicher seid«, schrie er seine letzten Worte. »Wir haben überall Verbündete. Dafür wirst du und deine gesamte Familie bezahlen. Wir hatten den Kampf gewonnen. Oder hatte er gerade erst angefangen?« In den darauffolgenden Tagen hat sich Livia nur eine Frage gestellt. Was soll ich nur mit Nila und Gemma machen? Wie kann ich die beiden von dem okkulten Leben fernhalten? Und weil Livia genau weiß, dass die böse Seite nicht ruhen wird, bis sie sich an der gesamten Familie von Livia gerächt hat, gibt es für sie nur eine mögliche Lösung. Sie ist mit den beiden nun ans andere Ende der Welt gereist und dann wird sie ihre beiden Töchter einfach mal umarmen. Die beiden haben natürlich absolut keine Ahnung, was überhaupt los ist und sie können sich nicht mal im Traum vorstellen, was jetzt passiert. Zuerst geht ihre Mutter ein paar Schritte zurück und dann wird sie einen Zauberspruch sprechen. Sie wird die Gedanken der beiden kontrollieren und wird ihre Erinnerungen an ihr bisheriges Leben für immer löschen. Das bedeutet, ab diesem Moment haben sie keine Ahnung mehr, wer Livia ist, wo sie aufgewachsen sind oder was sonst noch in ihrem Leben bisher passiert ist. Livia verschwindet so schnell wie möglich und übrig sind nur noch Nila und Gemma. die sich an nichts und niemanden mehr erinnern. Und damit starten wir so bald wie möglich in die nächste Generation.